möchten Sie begrüßen zur Andacht heute Abend und uns auch vorstellen. Wir sind das Team Kinder beflügeln aus der Jugendhilfe hier im Evangelischen Johannesstift. Und das ist die beflügelte Band, die auch mit zur Kampagne gehört. Wir werden euch im Verlauf dieser Andacht noch ein Buch vorlesen, welches wir später auslegen werden, da die Bilder aus der Entfernung einfach nicht zu sehen sein werden. Also wer Interesse hat, kann gerne nachher beim Rausgehen gucken. Und Lauter? Okay, alles klar. Also wir werden Ihnen ein Buch vorlesen. Und wer das später noch angucken möchte, der kann sich das gerne beim Ausgang kann sich das gerne angucken, weil da auch Bilder zu sehen sein werden, die natürlich aus ihren Sitzplätzen nicht zu sehen sein werden. Ich möchte nun beginnen mit einem Gebet. Guter Gott, wir danken dir für die Stunden der Freude in dieser adventlichen Zeit. Segne alle Begegnungen und alle Gemeinschaft in diesen Tagen. Guter Gott, du bist als helles Licht in die Finsternis dieser Welt gekommen. Erhalte diese Erde und ihre Menschen in Gesundheit und Frieden. Du machst unser Leben hell. Und wir wollen dein frohmachendes Licht weitertragen. Amen.
Es gibt da was, das hätte ich gern.
Schenkst du es mir, du kleiner Stern? Das ist aber ein schickes Baumhaus. Emma, das Eichhörnchen, machte große Augen. Hab ich mir vom Funkelstern gewünscht, ruft Hoppel. Wünsch dir doch auch was. Wünschen? Ich? Emmas Augen leuchteten. Toll wäre, wenn ich... Nein, nicht sagen, rufen Fried und Hoppel und die Maus. Gerade will Emma ganz still an ihren Wunsch denken, da ruft die Maus. Warte, ich mach mit. Welchen nehmen wir? Dann schauen beide den hellblauen, funkelnden Stern fest an und jeder denkt, es gibt da was, das hätte ich gern. Schenkst du es mir, du kleiner Stern? Erstaunt schaut Linus Lux Emma zu, die langsam zu ihm herabschwebt. Und es ist ganz egal, was ich mir wünsche, fragte er, als er von den Sternenwünschen erfährt. Fred nickt. Und der Wunsch wird erfüllt? Sicher? Ich wünsche mir schon so lange... Nein, nicht sagen, rufen Emma und Fred. Nur die Maus bleibt stumm. Fred dreht sich um. Wo ist denn eigentlich dein Geschenk, fragt er. Die Maus zuckt die Schultern, ihre Augen schimmern. Bestimmt kommt es noch, tröstet sie Fred und Emma nickt. Dann schaut Linus den rosa funkelnden Stern fest an und denkt, es gibt da was, das hätte ich gern. Schenkst du es mir, du kleiner Stern? Rudi der Rabe hat alles angehört. Ich will auch wünschen, krächzt er, aber ich bin schlau, haha, ich werde auf keinen Fall erzählen, dass ich mir einer... Nein, nicht sagen, rufen Fred und Linus und die Maus. Schnell klappt der Rabe den Schnabel wieder zu. Auweia, wäre es ihm doch beinahe herausgerutscht. Dann schaut er den grünen funkelnden Stern an und fest an und denkt, es gibt ja was, das hätte ich gern. Schenkst du es mir, du kleiner Stern? Die Geschichte geht natürlich noch weiter, aber es kommt jetzt erstmal noch mal Musik. Yeah.
Thank you.
Gott lasse dich eine gesegnete Adventszeit erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft vorbereiten kannst. Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe dich zur Versöhnung. Gott gebe dir die Entschlossenheit, Fantasie und den Mut, damit du auch anderen Advent und Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Sie dürfen jetzt bleiben. Wir haben noch eine kleine Überraschung für Sie parat. Die dürfen Sie mit nach Hause nehmen. Und wir beachten auch wirklich alle Hygienevorschriften an dieser Stelle. Ja. Oder? Ja.